wenn man mit Ridda, Hochmut stirbt, kommt man dann in die Hölle. Ridda ist Abtrünnigkeit, Hochmut ist Kibber. Das ist Nummer eins. Kommt man dann in die Hölle, wenn der Prophet a.s. sagt, wer in seinem Herzen ein Staubkorn von Kibber hat, der kommt nicht ins Paradies. Ist damit gemeint, dass diese Person in die Hölle kommt? Nein, nicht unbedingt. Ja? Damit ist gemeint, dass er manche Paradiesgärten beispielsweise nicht betreten darf. Oder dass er nicht zu den Ersten gehören wird, die ins Paradies gehen und so weiter. Aber wir können deswegen nicht sagen, dass er sicher in der Hölle ist. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm seine Sünden vergibt, wie bei jeder anderen Sünde, dann kommt er ins Paradies. Und wenn er möchte, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala die Macht, ihn zu bestrafen.